Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sowohl Außenminister Steinmeier als auch Staatsministerin Böhmer, meine Berichterstatterkollegin Michelle Müntefering und ich waren in den letzten Wochen zu Gesprächen in Ankara. Über die durchaus schwierigen Eindrücke und Erfahrungen habe ich vor kurzem hier eingehend berichtet. Das will ich nicht noch mal wiederholen. Für unsere Politik gegenüber der Türkei gilt: Wir haben eine klare Ausrichtung, orientiert an den grundsätzlichen Werten und langfristigen Interessen unseres Landes. Und wir reagieren angemessen auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Türkei. Für uns sind die deutsch-türkischen Beziehungen aber auch zu wichtig, um sie als Instrument der innenpolitischen Auseinandersetzung zu missbrauchen, nicht in der Türkei und schon gar nicht hier in Deutschland. Beides kann man vom vorliegenden Antrag der Linkspartei nicht sagen, und deshalb werden wir ihn selbstverständlich ablehnen. Zwei unabänderliche Konstanten sind grundlegend für unsere Beziehungen zur Türkei. Die Türkei befindet sich in einer exponierten geostrategischen Lage, und ob es uns gefällt oder nicht, kein einziges Problem dieser Region ist ohne oder gar gegen die Türkei leichter zu lösen als mit ihr. Und was auch immer sich sonst verändert, die Geografie bleibt. In einer in dieser Woche vorgestellten Umfrage der Körperstiftung wurden von den Befragten in Deutschland die Beziehungen zur Türkei auf Rang 3 der wichtigsten außenpolitischen Herausforderungen Deutschlands eingestuft, mit 21% der Nennungen, durchaus erstaunlich, noch vor den Beziehungen zu Russland. Und mit keinem einem anderen Land ist Deutschland gesellschaftlich enger verflochten als mit der Türkei. Angesichts von fast 4 Millionen Menschen türkischer Herkunft, die in unserem Land zu Hause sind, ist es eben noch nicht einmal theoretisch eine denkbare Option, sich diesem Land gegenüber in irgendeiner Weise nicht zu verhalten oder gar komplett abzuwenden. Umgekehrt sollten wir aber auch nicht der Versuchung erliegen, unsere Möglichkeiten zur Einwirkung auf die türkische Innenpolitik zu überschätzen. Die Versuchung für einige, auch in diesem Hause, ist offenbar gelegentlich groß, innenpolitische Auseinandersetzungen der Türkei hier austragen zu wollen. Aber ich sage deutlich, der Deutsche Bundestag ist dafür nicht der geeignete Platz. Im Übrigen auch nicht die Straßen und Plätze in Deutschland. Hallo. Haben Sie eigentlich jetzt das Wort, Frau Dade, oder Herr Präsident, wie sieht das aus? Herr Kollege, Sie haben das Wort. Danke. Und das bleibt auch bei Ihnen. Im Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union ist aber eines völlig klar. Grundlage für den Beitrittsprozess sind die Kopenhagener Kriterien. Wer schreit, hat Unrecht, Frau Dadelin. Ich zitiere: Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft muss der Beitrittskandidat eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten verwirklicht haben. Ende des Zitats. An diesen Kriterien muss sich auch die Türkei messen lassen. Dabei gibt es keinen Rabatt und keine Kompromisse. Und leider führt derzeit kein Weg an der Feststellung vorbei, dass die Türkei davon heute weiter entfernt ist als zu jedem anderen Zeitpunkt seit Beginn des Beitrittsprozesses. Es war eben nicht unproblematisch, die Beziehungen zur Türkei alleine auf die Fragen des Beitrittsprozesses und der Vollmitgliedschaft zu reduzieren, wie dies die rot-grüne Bundesregierung seinerzeit getan hat und alternative Modelle wie das Konzept und den Begriff der privilegierten Partnerschaft von vornherein in Misskredit zu bringen. Als Union müssen wir unsere Position in dieser Frage jedenfalls nicht korrigieren. Der beschränkte Blick auf das nicht absehbare Ende eines ergebnisoffenen Prozesses in 10, 15 oder 20 Jahren hat auf beiden Seiten lange Zeit den Blick darauf zu sehr verstellt, das zum jeweiligen Zeitpunkt Mögliche und Notwendige zur Verbesserung der Zusammenarbeit umzusetzen. Es wäre aber umgekehrt heute ebenso ein Fehler, gerade jetzt den Dialog mit der Türkei unsererseits abzubrechen. Diesen Gefallen sollten wir denen in der Türkei gerade nicht tun, die sich von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und von der Perspektive einer nach Westen orientierten Türkei abwenden wollen. Die Entscheidung über ihren weiteren Weg aber muss die Türkei selbst treffen. Und es ist doch gerade die türkische Zivilgesellschaft, die uns eindringlich auffordert, die Tür für eine möglichst enge Anbindung an Europa nicht zuzuschlagen.
Und wir haben ein vitales Interesse an einer prosperierenden Türkei mit einer stabilen Demokratie und einer lebendigen Zivilgesellschaft. Dies entspricht nicht nur unseren strategischen Interessen, sondern ebenso den grundlegenden Werten, denen deutsche Außenpolitik verpflichtet ist und bleibt. Vielen Dank. Bevor ich jetzt gleich dem Kollegen Sarrazin das Wort erteile,